dein? Sieht das auf diese Helden da hinten. Ich auf das Ding da unten, auf die Panzerfabrik. Die gerade deinem Pistol-Tipp-Ausländer. Ja, gut, das habe ich mal verschwendet. Dachten Sie etwa, es würde so leicht sein, uns aufzuhalten? Ja. Ja, wann kommt denn Mainz an? Ach so, ja, ich muss das ja noch. Oh Mann, ey. Scheiße. Wir werden sowas von untergehen, vor allem, weil wir noch 100 weniger Einheiten haben. Geht so, nein. Oh, komm. Komm, wir machen erstmal jetzt hier diese. Wieder eine Kerl. Ja, eins nach Mann. Oh, der war gut. Nein, mein Bär! Oh, ihr habt meinen Bär fast getötet, ihr Wichser! Ja, geht weiter. Nicht mein Bär! Boah! Was denn? Oh, Bären, Alter. Ich schick die Bären mal ein bisschen nach hinten an der Armee. Kommt jemand mit? Natascha Volkova, ich werde dran denken. Warte, warte. Markiere Ziel für Luftangriff. Nee, ich mach's schon. Da sind noch mehr. Schlaf schön. Ja, schöne Rücken reingeschossen, Natascha. Also das nächste Health Pack brauche ich mal für meinen, wie heißt das Viech überhaupt? Zickel. Ich bin zu allem bereit. Und los. Oh. Feindliche Einheiten entdeckt. Einer meiner Bären ist schon wieder so kurz vorm Abnippeln, nicht? Da sind wieder zwei von diesen Lutscher-Ninjas. Ich glaube, ich nehme mal kurz meine Bären raus. Visier, weil da. Wie geht's weiter? Warte mal. Die Jagd ist eröffnet. Ja, mach du mal, ich warte hier mal. Ich hab, glaube ich, eine gute Idee. Oh, das ist doch eine Idee. Macht er damit immer so. Boah, ich krieg hier gleich eine Orbitalhalde, das ist ja immer mega geil. Ah, warte mal, ich kann wieder dieses hier machen, dieses hier, warte. Ich bin heute echt nicht ganz bei der Sache. Ja, dann los. Hier waren irgendwo Ninjas. Warte, ich komme. Hast du die schon getötet? Ja, die Natascha. Ich finde immer Beute. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich kriege immer was ich will. Ein. Oh. Zwei Panzer. Los. Wo denn? Da links. Links vor dem Bauhof. Das ist kein Problem. Mitten ins Schwarze. Natascha ist so overpowered, Mann. Wie geht's weiter? Ungelogen, ey. Die ist einfach nur so. Guck mal, wie die sie anvisiert schon. Die merken einfach nichts. Die merken nicht mal, dass sie rot werden. Ja. Und wenn denn, weil denn das so peinlich ist, werden sie erst recht rot. Schick die Bomber. Ja, die schießt bestimmt so. Warte mal, lass mal. Ich mach einfach die Dinger alle mit Natascha kaputt. Ja, das Ja, mach du mal, wie ich warte. Hier lauf mal vor mit Natascha. Overpowered wie nix. Bin unterwegs. Oh. Abmachen. Ist da diese Tussi? Ja, das ist diese Tussi. Warte, oh, lass mich das machen, lass. Oh. Ja, ich mach nichts, ich warte hier. Pass auf. Guck mal bitte auf die ganzen Leute, die da sind. Siehst du das? Ja. Die laufen weg, ne? Ja. Geil. Ist ja geil. Werden kaputt gemacht. Moment, ich mach das. Wann immer sie bereit sind. Ich mach das. Die zwei da rechts gehören aber noch mir. Ja, okay. Perfekt. Ah ne, da sind noch drei. Ah, da ist noch diese Helden, scheiße. Ah, die mach ich gleich sofort fresh. Ja, mach die mal bitte weg. Mach die tot. Eine Einheit wird angegriffen. Boah, wird sie verarscht. Oh, was ist denn mit der? Was ist das? Ich hab sie getötet. Ihr kommt alle dran. Die Jagd geht weiter. Leck mich am Arsch, ey. Ihre Taktik ist unorthodox, aber das war kein Problem für Sie, Kommandant. Die Bürger Moskaus werden hingerissen sein, wenn sie von diesem Sieg erfahren. Die Bürger Moskaus oder du, Schätzchen? Ja, siegreich! Yeah! Guck mal, wir hatten alle die ganze Zeit 0 Einheiten. Statistik. Oh Mann, ey, du hast viel mehr Gegner neutralisiert als ich. 60 Gegner neutralisiert, 3 Strukturen neutralisiert. Halt's Maul, Mann, was ist das? Eine Einheit besiegt verloren, ne? Von 64 KD, Mann. Boah, ich habe keinen einzigen verloren. Oh, guck dir mal meine Effizienzquote an. Ja, das ist aber eine Quote. Meine ist 4,39 und deine ist 27.300, Alter.
Boah, ich habe 56 verwendete Spezialfähigkeiten. Komm, ey, weiter geht's. Ich will mir das nicht mehr angetun. Ja, es geht sogar automatisch bei mir auch weiter. Ist ja genial. Ah, es kommt Vladivostok. Ja, das ist auch eine geile Mission. Ich finde die Missionen sind irgendwie alle episch. Ja, die sind alle cool. Ein großer Sieg, Kommandant. Sie haben mir Ihre Verlässlichkeit bewiesen. General, wir haben es fast geschafft und das Reich zurückgeworfen. Aber ohne unsere Flotte können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Wir sollten den Hafen von Vladivostok zurückerobern. Wieso lassen wir das nicht unseren jungen Kommandanten erledigen? Machen Sie sich nicht lächerlich, Tschernenko. Das Reich hat dort starke Truppenverbände. Das ist keine Operation für einen Anfänger. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Kommandant diese Aufgabe bewältigen kann. Nein, ich sehe das etwas anders. Ich weiß Ihren Standpunkt zu würdigen, General, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Ja, das haben Sie klar und deutlich ausgedrückt. Oh, ich hasse den, ey. Kommandant, in einer Sache hat der General absolut recht. Wir können ohne unsere Flotte diesen Krieg keinesfalls gewinnen. Ja, und deshalb müssen Sie die Truppen des Reichs aus unserem Hafen vertreiben. Oh, ich bin der General und mein Schnauzbart juckt. Ja. Die Truppen des Reichs haben den Hafen von Vladivostok besetzt, den ehemaligen Heimathafen der sowjetischen Pazifikflotte. Pazifikflotte. Als weiteres Zeichen seiner Arroganz wurde dort im Auftrag des Sohns des Kaisers ein kunstvoller Palast errichtet. Wir müssen ihnen zeigen, was sowjetischer Stolz bedeutet, indem wir sie aus unserer Heimat jagen. Zerstören Sie diesen Palast und sichern Sie unsere Küste. Sagst du auch so gerne Pazifikflotte? Ja, die Pazifikflotte. Es wird Zeit, den Hafen von Vladivostok zu erobern und das Reich aus unserem Land zu jagen. Schnauze, wir wissen, was zu tun Folgende ist. Folgende Ziele haben bei diesem Einsatz Priorität. Basis erobern und dann angreifen. Was ist da so schwer? Oh, warte mal. Zerstören Sie die warte mal, ich kann... ...die der Feind im Hafengebiet errichtet hat. Möge das Glück Ihnen hold sein. Boah, ich kann auf Wiederholen klicken. Ich auch, geil. Ja, ich will's aber nicht, das hat genervt. Ich auch. Ah, fuck. Jetzt kann ich noch nicht mal starten, du bist noch nicht bereit. Sei mal bereit. Warte hier, wie heißt das hier? Der eine Generaltyp da, der erinnert mich irgendwie an Dirty Sanchez, so mit seinem Bart. Ja, hast recht. Boah, der ist echt so der Über. Der fällt uns bestimmt später in den Rücken, so wie der drauf ist, Mann. Ja, ich wette, die letzte Mission muss man ein bisschen gegen den spielen. Ja, wette ich auch drum, weil er ist... Aber ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel ja schon auf der Xbox mal gespielt, ne? Aber nur so ein bisschen... Bevor Sie den Hafen angreifen, ist es nötig, auf dieser vorgelagerten Insel einen Stützpunkt zu errichten. Viel Glück. Danke. Bei mir war das einfach so, ich hatte keinen Bock mehr, weil auf der Xbox ist das scheiße. Ja, die Strategiespiele sind ja meistens auf Konsolen nicht so toll. Ja. Ich meine, da ist die Steuerung bestimmt total beschissen. Außer Halo Wars. Halo Wars geht. Ja, Halo Wars ist auch dafür ausgelegt. Ja. Bullfrog-Transporter? Ja, dann machen wir mal. Ich nehme rechts, du links. Alles klar. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wie die Bären da losfliegen, ne? Vor allem, wo hast du deine hingeschickt? Ich hab mal direkt auf die Leute drauf geschickt. Ich auch. Unser Verbündeter wird. Warum sind deine Fallschirmwagen so schön geordnet? Du meine nicht? Ihr Hunde! Warum waren deine Leute schon alle tot? Verstärkungen sind eingetroffen. Ey, Verstärkung, yay! Wir unterstellen unseren Amphibien-Stingray ihrem Kommando. Ah, hier auch. Wieso sind meine eigentlich schon tot? Ey, das kann doch nicht sein. Ich bin hier irgendwie auf einem anderen Schwierigkeitsgrad. Nein, wir spielen alle auf Mittel. Aber ich habe meine als einfach besser sortiert. Ich habe, glaube ich, insgesamt nur einen einzigen verloren. Alle Systeme stabil. Mal sehen, was passiert. So. Du hast gerade, ja, ich hätte es nicht außer Kraft gesetzt, aber gut. Aufladen! Energiezufuhr! Wann kommt mein MBAS? Hä? Mein mobiles Baufahrzeug. Wenn ich das hier kaputt gemacht habe. Um einen Stützpunkt zu bauen. Ja, Fahrwerk aktiviert. Warum müssen wir die jetzt eigentlich zerstören? Die kann man eigentlich perfekt einnehmen. Ja, echt mal. Ich meine, da muss man ja nur diese anderen Fahrzeuge rein. Ach, scheiß drauf. Entlade. Scheiß drauf, ich mach das einfach. Kann man die nicht sogar einnehmen, Dinger? Hey, mit Ingenieuren wahrscheinlich, ne? Ja, ich mach jetzt einfach alles kaputt.
Ja, ich habe auch alles einfach zerstört. Bei mir ist... Okay, jetzt kommt unser MDS. Ah, nee, doch nicht. Oh, warum kommt die von meiner Seite? Wo? Da oben. Die werden alle runtergeholt. Ja, von mir nicht. Ah, das ist ja, meins auch. Hätten meins ist er da. Ich will das. Hier. Der Vorhang hebt sich. Ich setz meins mitten in die Mitte rein. Arschloch, Mann, ich hab meins da so schön in die Basis gesetzt, wo es hingehört. Ja, meine ich so. Aber mitten in die Mitte von der Basis. Achso, ja, hab ich auch genau in die Mitte gemacht. Machen wir uns halt die Arbeit. You don't say, ich soll eine Basis errichten, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Hammer, ne? Ich dachte, das Baufahrzeug wäre jetzt dafür da, um die Einheiten zu überfahren vom Gegner. Feindliche Einheiten. Oh, scheiße. Schickst du mal bitte ein bisschen Flak zu mir, oder? Ich hab nämlich keine mehr. Nur noch ein bisschen. Schick mal alles in die Mitte rein, was geht. Ich will ein Kraftwerk. Und zwar warte mal, meine Truppen, die hier laufen. Ah, verpisst euch. Aber ich glaube, die Flugzeuge machen nichts. Ja, hoffe ich doch mal, ne? Die spionieren bestimmt einfach nur. So, schon mal diese drei scheiß Fahrzeuge hier mal zur Insel. Ich sichere mal meinen Stützpunkt schon mal mit so einem Reaktor ab. Ist es Zeit? Rücke vor! Nö. Muss auch das Ding tragen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Hat man was gehört? Wird ja, gebaut. Bisschen, aber. Ja, Wayne. Feindliche Einheiten entdeckt. Hat man es verstanden? Ja schon. Nö. Gut. Warum? Was irgendwas ja. Lustiges? Nee, war nur was mit Essen. Ach, Essen. Spulen bereit. Landnahme läuft. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Jetzt wird gesammelt. Wo können wir eigentlich so Basen hinbauen? Hier ist ja irgendwo Platz. Außerhalb. Ja, bauen meine einfach irgendwo da hin. So. Ich mach mit meinen ganzen Sachen, die ich hier baue. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, dann kotze ich, ey. Was soll ich tun? Oh, wo ihr hier nur hinlauft, Mann. Sobald die Bauoption stehen da drauf, ne? Beachten Sie, dass Ihr Co-Kommandant Zugriff auf Ihre Ressourcen hat. Alle Einkünfte gehen zu gleichen Teilen an Sie und oh, hast gehört? Ja, verlass ich. Das mit deine Ressourcen sind minderwertig. Du schickst mich bestimmt immer so zu wenig. Meine sind minderwertig. Ich hab wenigstens schon mal welche, du Arschloch. Ich auch. Ja, ich sehe, jetzt hast du gerade mal deine Raffinerie fertig, Mann. Ich hab neues meine schon stehen. Neues Bonusziel erhalten. Neues Bonusziel. Was ist eigentlich unser neues Bonusziel? Ach ja, Stützpunktverteidigung. Dann machen wir das mal. Bau abgeschlossen. Jetzt wird gesammelt. Brauch auch mal noch eine zweite Erzraffinerie. Ja, hast du schon gut. Hab ich schon. Wofür braucht man eigentlich Erz? Erz ist doch so, eigentlich so. Wofür braucht man das im Krieg? Guck mal, wie ich meine Basis zumauer mit den ganzen Sachen erstmal. Aber wenn jetzt welche von Land angreifen, dann kommen sie nicht mehr so leicht an meinem Bauzentrum. Wird gebaut. Ja, ich baue gerade so eine Küstenverteidigung. Kann man die bauen? Auf diesem, ja genau, Sekundärgebäudemenü heißt das.